Manuel stellt vor, Manuel stellt vor, die neue Serie. Jetzt, Manuel stellt vor, die neue Folge. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel stellt vor, Folge 3. Heute habe ich euch wieder ein Hörspiel mitgebracht. Heute ist es Hanni und Nanni. Hanni und Nanni retten Pferde, Folge 21. Warum habe ich mir dieses Hörspiel geholt? Ganz einfach. Es gibt eine TV-Serie, das ist noch diese alte CD-Fassung, das heißt Fassung, aber vom Cover her und so. Es gibt die TV-Serie, oder Zeichentrickserie, Hanni und Nanni. Ja, und im Endeffekt fand ich damals, wo ich kleiner war, den Titelsong immer ganz gut. Und interessant. Ja, und weil ich die Folgen kannte teilweise, zwar nicht alle, aber größtenteils, habe ich mir gedacht, ja, wo ich dann mal auf dem Trödelmarkt war und die Hörspielreihe gesehen habe und auch im CD-Laden nochmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, hole ich mir die mal, um mir das mal reinzuziehen, also anzuhören, und wie sich ein Hörspiel gegen eine TV-Serie überanhört und was sich daran getan hat. Was habe ich dann gemacht? Ja. Im Endeffekt habe ich mir dann diese Hörspielreihe geholt. Also nicht die ganze Reihe, aber ein paar Folgen davon. Und fand die eigentlich ganz gut von Europa. Und ja, man kann das jetzt nicht vergleichen, ein Hörspiel im Gegensatz zu einer TV-Serie aus dem Fernsehen. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen gepackt und darum habe ich mir das geholt. Und ich würde es auch wieder tun. Sag ich mal so. Gucken. Schwer raus. Hier stehen zwar 23 Hörspiele drin, aber ich weiß nicht, ob es jetzt genau 23 davon gibt. Müsste ich mal auf europa.de nachgucken oder im Internet. Da kann man bestimmt dazu was finden. Und dann weiß man dann mit Sicherheit auch mehr. Ja. Ich finde es gut und kann ich nur empfehlen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist die Folge 21. Folge 21, das muss aber für sich jeder selber entscheiden. Man muss sich da mal ein Hörspiel entweder im Internet mal anhören von Hanni und Nanni. Und dann entscheiden, ob das für einen was ist oder halt nicht. Aber das muss man, wie gesagt, für sich selber entscheiden. Ich fand zumindest die TV-Serie gut und ob das natürlich als Zeichentrick für einen was ist, ist eine ganz andere Sache. Aber als Zeichentrick fand ich das gut, als Hörspiel auch, aber das ist ein bisschen Gewohnheitssache, wenn man das dann als Hörspiel plötzlich hört. Aber es war gut. Ja. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder für heute mit Manuel stellt vor. Das war das Hörspiel Hanni und Nanni, Folge 21. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen nicht, sondern natürlich wie immer montags
15 Uhr wieder. Und dann gibt's hier wieder eine neue Folge Manuel Still vor. Bis dahin und ciao. Das war Manuel stellt vor. Die neue Folge. Die neue Folge. Montag wieder um 15 Uhr. Schaltet wieder ein.